Yo, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen One Piece 1000 Storm Video. Es gibt ein Thema, worüber ich gerne sprechen möchte. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, Freunde. Und zwar habe ich das auch schon im Discord gepostet gehabt. One Piece 1000 Storm wird von den Server genommen, beziehungsweise bevor ihr jetzt einen Anfall kriegt, von der One Piece 1000 Storm Global wird beendet. Die Informationen schauen wir uns gleich an. Erstmal die Tatsache, dass es wirklich passiert, finde ich eine krasse Sache. Man hat ja gewusst, dass Global nicht so aktiv ist wie JP, dass da immer weniger spielen, dass da immer weniger Service ist, weniger Events, dass man da immer länger warten muss. Und jetzt war es halt endgültig, also kam heute Morgen, habe ich die Nachricht bekommen. Da wurden, glaube ich, Mails auch verschickt von Bandai, beziehungsweise im Spiel selber, Freunde, findet ihr auch noch die Information, dass eben die Server da, also dass halt eben dieser Dienst von OPTS Global beendet wird. Und zwar können die Global-Spieler halt noch bis zum 13. Dezember das Spiel spielen und ab dem 13. September halt wird es dann eben nicht mehr möglich sein. Deshalb sollte man auf jeden Fall auch seine Rainbow Coins, das ganze Geld, ganze Charaktere auf jeden Fall alles raushauen, so was man da hat. Also bringt es da nicht, das da zu sparen. Mein Appell, Leute, ihr müsst es da, glaube ich, denke ich, gar nicht mehr weiterspielen. Wenn ihr ein OPTS Global-Spieler seid, wechselt einfach direkt zu JP, wenn ihr da noch Lust drauf habt. Ich kann euch auch verstehen, wenn ihr sagt so, nee, ich will nie wieder was mit OPTS zu tun haben, so an die Global-Spieler, weil, was ich aber noch ansprechen möchte, Freunde, es ist schon eine krasse Sache von Bandai, dass sie das einfach so machen können, machen dürfen. Wahrscheinlich steht es bei denen in den Richtlinien, die man halt anfangs immer unterzeichnet, ohne das wirklich durchzulesen. Für mich trifft es jetzt nicht so hart und ich denke, viele der Community auch nicht wirklich, weil die meisten wirklich schon auf JP gewechselt haben, auch durch meinen Appell, weil ich immer gesagt habe, Freunde, wechselt auf JP. Es ist einfach um 1000 Mal besser, es gibt einfach mehr Events, es ist einfach schneller, man kriegt mehr Zeug und es sind auch viel mehr Leute da aktiv. Aber um dann nochmal zurückzukommen, Freunde, kann es natürlich auch mit anderen Bandai-Spielen oder allgemein mit Apps-Spielen sein, die vielleicht nicht so gut laufen. Ich denke, dass wir uns bei OPTS JP jetzt nicht wirklich so viele Sorgen machen müssen, weil da echt einfach zwölfmal so viele Downloads hat wie Global und weil da einfach viel, viel mehr Spieler aktiv sind. Dennoch, Leute, steckt nicht allzu viel Zeit und da muss ich mir auch in die Nase fassen, vor allem was die Zeit angeht, nicht allzu viel Zeit und vor allem auch Geld in diese ganzen Handyspiele, weil es ist echt krass, wenn die mal nicht so gut laufen sollen oder wenn nicht mehr so viele da rein cashen und die Firmen oder die Publisher sehen, okay, wir machen da nicht mehr so viel Gewinn, beziehungsweise ist es halt echt nicht mehr kostendeckend, dann beenden die halt sowas, was ich ziemlich schade finde. Meiner Meinung nach hätte man Global echt retten können, wenn man da ein bisschen weiter wäre, wenn man da gesagt hätte, okay, wir würden es halt so machen, dass wir diese 7 Monate oder 9 Monate, ich weiß gar nicht, wie viel Global bei JP zurückhängt, wenn man da einfach diese Zeit unterbindet, indem man doppelte Events immer raushaut, sprich halt immer anstatt ein Event zwei und dass man auch nicht so lange pausiert, bis ein neues Event kommt etc. Also die hätten da echt dran arbeiten können, hatten da jetzt nicht so die Lust drauf, was ich auch schade finde. Vielleicht waren es einfach zu viele Kosten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird halt OPTS, also One Piece 1000 Storm Global, beendet werden. Es wird dann wahrscheinlich auch ab dem 13. Dezember aus dem Google und iOS Store genommen. Aber wie gesagt, die japanische Version läuft weiter. Ich denke, die wird auch noch wie viele Jahre weiterlaufen. Ob die überhaupt mal beendet wird, weiß ich nicht. Ich hoffe auf jeden Fall nicht. Wäre natürlich ziemlich schade. Es kann natürlich auch, wie gesagt, andere Games treffen. Müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Und ja, Freunde, das war so die Info zu One Piece 1000, zum Global. Mein Appell, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, steigt gerne auf JP um. Ihr müsst jetzt auch nicht Angst haben, dass ihr sagt, so viele Global-Spieler sagen auch immer, boah, ich muss dann wieder von vorne anfangen. Ich muss dann wieder die ganzen 10 Karten pullen, ganze Rainbow, können sie Charaktere pushen. Leute, in Global hattet ihr wahrscheinlich maximal 200k, 300k Charakter. In JP ist sowas in ein paar Wochen möglich. No joke. Ihr müsst da wirklich nur, was ich euch als von Anfang mitgeben kann, wenn ihr jetzt wechseln wollt oder wenn ihr mit JP starten wollt. Es ist nie zu spät, ihr könnt da immer wieder alles aufholen. Es gibt immer neue Events, Rainbow Coins kommen und gehen. Es gibt die ganzen Charaktere, vor allem alte Charaktere könnt ihr durch Festivals etc. wieder bekommen. Die ganzen 10-Karten, Faction-Karten, das könnt ihr euch alles erfahren. Und Freunde, ihr habt das Glück, dass unsere Community, also hier meine Community, die Marotoxic-Community in One Piece 1000 Storm, dass wir echt schon so krass geworden sind, dass wir so gut wie alle Events schaffen und auch Raids und dass da teilweise sehr viele Leute auch mega korrekt drauf sind und euch über den Discord, den ich auch nochmal immer wieder erwähne in den Videos, das ist wirklich mega gut auf dem Discord von uns. Da könnt ihr wirklich so gut durchgecarried werden, also da gibt es so viele Tipps und Tricks. Da haben wir auch vor kurzem so einen OPTS-Guide-Channel aufgemacht, wo wir dann nochmal die wichtigsten Sachen, die Top-Tier-Listen etc. reingehauen haben. Und wenn ihr da noch nicht auf dem Discord seid, schaut da unbedingt vorbei, checkt den aus.
Da kriegt ihr so viel Information, auch so viel Hilfe, weil da so viele korrekte Leute drauf sind, die halt auch den anderen Leuten helfen. Und dementsprechend ist es natürlich nie zu spät zu wechseln und mit JP anzufangen. Als Appell, ich habe da auch nochmal einen Link zu einer anderen Facebook-Gruppe von ein paar Leuten, die ich ebenfalls noch kenne, die OPTS spielen, die auch ziemlich gut sind und jetzt eher im englischsprachigen Raum vertreten sind. Aber da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, falls ihr da auch nochmal Tipps oder Hilfe braucht, wollt, etc. Nutzt auf jeden Fall die Chance, weil die JP-Spieler sind jetzt keine Leute, die sich drüber lustig machen, dass Global down geht, sondern die sagen, okay, wenn jetzt die Leute von Global kommen sollten, werden wir denen natürlich bestmöglich helfen, dass sie auch einen guten Account machen können. Und das, denke ich, bin ich und die aus der Community, die halt auch OPTS JP spielen, auch schon ein bisschen länger spielen, dann natürlich auch immer jederzeit bereit, den Leuten zu helfen. Und ja, Leute, das soll es, denke ich, auch schon gewesen sein mit dem kleinen Infovideo. Also es ist jetzt keine so tolle News, als ich heute Morgen gelesen habe, war ich auch schon ein bisschen erstaunt. Finde ich krass, wie gesagt, wie die das halt einfach machen können. Kann aber, ist aber auch nachzuvollziehen, weil OPTS Global halt wirklich tot war. Also allein schon wir, ich würde ja echt gern Global spielen, aber da gab es einfach so viele Faktoren, die mich davon abgehalten haben und deshalb auch mit JP angefangen habe. Aber ja, ihr habt ja sowieso schon bemerkt, dass die ganzen Videos hier, die ganzen Pulse immer nur von JP sind und nie von Global. Und ich habe das ja auch schon in vorherigen Videos immer erklärt und dementsprechend war das schon ein bisschen nachzuvollziehen bzw. absehbar. Aber ist dennoch kacke für die Leute, die, wie gesagt, da Zeit und Geld rein investiert haben. Und ich sehe gerade, dass das Video schon ein bisschen länger geworden ist. Ich weiß nicht, wer jetzt mir da komplett zugehört hat, hier auf jeden Fall. Ja, an dieser Stelle werde ich das auch beenden. Wie gesagt, ist ein kleines Infovideo für die Leute, weil ich weiß, einige von euch spielen Global und auch einige Zuschauer, auch englische Zuschauer. Dann soll jeder halt einfach die Information bekommen und sehen, okay, Global geht down, Global wird bald nicht mehr existieren. Genau, deshalb eben dieses kleine Infovideo. Und ja, Leute, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Mautoxi. Ciao.